schießt, das wäre ich hab den Knacker am Kopf. Ich sehe nicht, wo ich hinfahre, by the way, ne? Ich seh nicht, wo ich hinfahre, ich hab den Knacker am Kopf. War vernünftig oder es gibt ein Headshot. Oh, hier bin ich schon, verdammt. Oh mein. Na, schade um die Tür. Ist deine Tür. Ist meine Tür jetzt weg? Corona-Taxi. Oh, Junge, meine Tür ist weg. Ja, erstmal jetzt schade, schießen, David, schade. Hab ich gehört. Soll ich erstmal schießen, habe ich gehört. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA auf meinem Kanal. Und wir machen heute mal die Casino. Heißt, mit dabei ist einmal Tom, der Luna Maxte, und David, der noch irgendwo am Anfang rumsteht. Moin. Genau, da ist er. Und wir laufen jetzt mal kurz zu dem Mädel da hoch, ne, zu Agathas Büro oder wie das, wie die Frau da heißt, und hacken uns in den Fahrstuhl. Bis gleich. Lasst uns einfach Kakerlaken mit Tränengas ausräuchern. Da muss ich erstmal ein paar Kakerlaken ausräuchern. Och, Digga, wie unnötig. Was ein Scheiß. Wenn die jetzt alarmiert wurden, dann wäre ich ausgerastet. Ja, die schade. Ist so blöd, ne? Gut, Leute, wir sind unten angekommen. Dann wird der Hammer ausgewählt. Guck, dass und... keiner guckt. Ja, nee, den ersten können wir immer ganz gefahrenlos umbringen. Okay. Ja, das lief jetzt nicht so gut für ihn. Hä? Das lief nicht so gut. Okay, cool. Ah. Gut, Augen zu und durch, lasst euch nicht umbringen. Too bad. Wir sind drei Leute, das geht gut, wenn einer die Tür auf... Oder wenn zwei die Tür aufmachen und einer halt aufpasst. Ja, egal. Macht euch voll und geht zu der Tür. Ich cover euch. Und ab geht's. Zwei, wir haben jetzt halt viel weniger Zeit, aber glaube ich, aber egal. Da drin können, glaube ich, gleich mehr wie auch irgendwo Leute sein. Mein Aim zackt richtig rein gerade. Seid ihr da drin? Okay. Nein, ich will nicht bohren. Ja, bin los. Ja, Manuel ist durch. Mach auf die Tür. Ja. Auf zum Reichtum. Gönnt, epische gönnt. Tür Aufmach-Animation. Viel Spaß. Gut, ja genau, ich gehe jetzt hacken und ihr räumt das Geld in die Tasche. Okay, ihr geht als nächstes zu E&F. Zeit, bevor wir tot sind. Und Final Match, okay. E&F ist offen. Ich mach grad C frei, ne? Dann geht der nächste von euch zu C. Den, denke ich. Kriegen wir alles, ist die Frage. Nice. Nein, auf keinen Fall. Ihr habt nur noch eine Minute. Was kriegt ihr denn jetzt noch safe? Kriegt ihr beides safe noch eins hin? Ja. Ja, eins kriegen wir noch hin, auf jeden Fall. Braucht circa eine halbe Minute für eins. Ja, ich weiß, ich weiß. Gut, dann mach ich jetzt. Achso, du machst G. Ja, blöd. Ist H offen? Ja, ich kann bei H ein bisschen noch was machen. Und wir haben noch ein Teamleben, das heißt, einer kann sich umbringen. Head C ist doch nicht offen, Junge. Head C ist. Müsste offen sein. Dann mach D. Das... ja, H ist offen. Aber es ist egal, ich mache jetzt noch H ein bisschen und dann... Rauf, ne? An wie lange haben wir? 20 Sekunden? Ja, das schaffe ich nicht. Ja, doch, ihr geht weiter raus, ihr geht weiter raus. Ich denke mal so, ich krieg noch die 1.6 voll, maybe. Wenn wir Glück haben. Aber nee, der Wagen ist leer. Och, ja, da war noch ein Geldbündel drauf, come on. Ja, easy. Trigger Level Maximum. Wenn es schlimmer sein könnte. Ja genau, das spawn ich bei euch. Gut, wir sind jetzt raus aus dem Tresor und wir müssen uns den Weg vollballern. Komm raus, du seelenloser Wachmann. Nicht, sind wir die Seelenlosen, weil wir Leute erschießen. Hey, ach, der lebt noch. Nein, fast das ist Kacke. Gönn doch. Also keine Ahnung, macht halt, ne? Aber ich werde Treppe gehen. Rein da, rein, Manuel, komm. Noch jemanden getötet. Nee, ich muss noch die Treppe höher. Aber ihr könnt ja schon mal den Weg freiballern. Hä? Vom Fahrstuhl stand einfach einer. Ich hab jetzt auch die letzte. Warum tötet ihr denn nicht alle? Der war tot, der war keiner mehr. Doch, vom Fahrstuhl war einer. Das sind manchmal so krasse Leute. Ja, okay, jetzt haben wir einen SMG, episch. Ah, hier. Nein, naja. Besser als geht's. Jetzt wird zerstört. Ah, da kommt der jetzt, ja. Doch, wurde hineingeschmuggelt. Ah, hier sind auch noch Leute. Aufpassen. Sind beide down. Kommt raus. Gar keine Rüstung mehr. Wobei, nein, kommt ja nicht raus. Macht euch erst voll, bevor ihr rausgeht. Ich bin voll. Ja, wieso seid ihr denn die ganze Zeit voll? Ich camp die ganze Zeit ganz hinten oder so. Ach so, okay. Ah, komm hier drüber, David.
Was? Nein, nein, er kriegt die Fallschaden. Ja, aber wenig, ganz wenig. Hallo, kann ich da bitte raus? Okay. Oh, ja, nehmen Fiat Pinto, sehe ich uns. Nein, der ist kacken. Oh, Mann. Fahrt bei mir mit, ich habe einen Viersitzer. Ich hole euch ab, kommt zu mir. Doch, bitte. Es ist definitiv entspannter, wenn wir alle zusammenfahren. Okay. Das ist richtig. Boah, ah, lauf doch nicht vor mein Auto. Halt an. Der läuft einfach vor mein Auto, der Junge. Ich bin nochmal geradeaus gelaufen. Nein, du bist einfach plötzlich abgebogen. Gut, ihr müsst schießen, ich fahre. Schwierig gerade. Alle da? Ja. Träumchen. Ich geh mich kurz. Oh, gut, jetzt gibt's eine epische Verfolgungsjagd. Episch. Mal schauen, wie lange unsere Reifen das durchmachen. Ich glaube nicht. Die sind meistens halt zuerst kaputt. Ja, in den meisten Fällen. Ja, ja, bin ja dabei. Ja, ich weiß, war alles geplant. Ja, aber hier sind wir relativ safe eigentlich. Steigt mal aus. Wir holen uns ein anderes Auto. Hier sind wir erstmal safe. Alles geplant. Ja, tatsächlich mehr oder weniger. Also der Garten ist halt geil zum Verstecken, so. Und hier ist halt auch ein... finden. Nee, gerade nicht. Wenn die... Als ob. Okay, dann campen. Ich komm safe gleich hier rein. 10 Sekunden. Wir sind tot. Ich call das mal. Super Optimismus bei Tom an der Stelle. Das Grundstück ist halt umzäunt, das ist das Geile. Oh mein Gott, diese Panik, als die Leute gerade geschrien haben. Ja, da ist einer. Schade. Oh Gott. Schade. Das wäre zu schön gewesen. Wo kommt die denn her? Die seilen sich von ihren Helis ab. Gut, Plan B. Was ist Plan B? Gibt's einen Plan? Plan B ist umbringen lassen und nochmal neu fahren. Nein, nein. Doch, ich bin sowieso tot. Ich habe ein Polizeiauto. Ja, ihr werdet safe stehen. Das waren viel zu viele. Ich klebe euch am Arsch. Das passt. Natürlich. Ja. Da links war. Ja, ich hab's gesehen. Nee, Leon, ich lohne. Oh mein Gott. Mann, du bist einfach. Ich hab doch gesagt, ich klebe euch am Arsch. Wir haben einen. Okay. Ich hab auch einen. Let's go. Da kommen die Bullen, Tom. Ich kann nicht! Ja, es dauert ewig. Zieh. Gut, dann fahrt jetzt so straight wie es geht zum Verkäufer. Weil es halt 7 Kilometer sind, fast 8. Especially, also keine Ahnung, ich fahre jetzt halt gerade durch das Reichenviertel so. Einfach straight. Und in den Bergen, wo diese ganzen engen Gassen sind, ist der halt geil. Ja, okay. Guck mal ganz kurz ein bisschen out of sight von der Polizei. Ja, wir kommen weg, wir kommen easy weg. Ja, bei mir sieht's gerade auch ganz gut aus. Wir können einfach hier warten, Tom. Müssen wir auf hier warten. Ja, ich fahre halt gerade so parallel zur Straße über so einen Berg. Die spawnt ja, okay, wir kommen easy weg. Ja, ich bin auch durch im Prinzip. Manuel, du fliegst da mit deiner Scherze, aber du bist halt einfach halb tot, Manuel. Was tust du da? Ja, das ist alles geplant. Guck, jetzt bin ich wieder gerade. Und dann passt das. Der hat einfach gar keine Air-Control drauf. Ja, nee, hat er auch nicht. Aua, Hilfe. Gut, also meine Sterne blinken super langsam schon. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja, bei uns auch schon. Aber wenn gleich dein Infernus platzt und explodiert und dann. Nein, so broke ist er noch nicht. Junge, also. Manuel, das kannst du mich jetzt. Manuel, bitte such dir ein anderes Auto. Hä, das Auto ist doch voll heile. Bitte, Manuel, ernsthaft. Ich hab keinen Bock, dass du jetzt weggeht. Ja, wir sind Sterne los. Ja, ich auch. Zurück auf die Straße, jetzt kannst du entspannt fahren, Manuel. Oh nein, Fluss. Entspann dich! Fluss, bin ich ein guter Chauffeur? Ja, du bist der beste Chauffeur, aber Manuel stirbt jetzt gleich. Ja, cool, sauf dein Auto noch eben ab. Nein, hä, das passt doch. Das ist halt Quality Auto. Das kannst du mir erzählen. Guck. Ah, schade. Schade. Na ja, gut, ich habe einen Stern, aber ich verpiss mich kurz in die Berge und dann passt das. Mit dem Auto. Ich glaube zwar nicht, dass mein Auto irgendeinen Berg hochkommt, aber prinzipiell. Was denn für Schüttel die Cops ab? Du hast immer noch einen Stern, Junge. Ja, aber der war doch gerade quasi weg. Ja, und da waren natürlich mal Cops. Hab den auch nicht gesehen. Die letzten 400 Meter. Gut, jetzt ist der Stern finally weg. Und oh. Ja, cool, noch mal neues Auto. Ja, das ist auch okay.
Oh, Mauer. Solange du Okay, nicht cool. stirbst. Ja, da war halt eine Mauer, ne? Da ist immer noch eine Mauer, Manuel. Ja, aber jetzt komme ich da drüber. Guck. Digga, der Typ Und ist ich krank. bin finally auch am Geldübergabeort. Entspannt. Alter, wie mit unseren stylischen Masken. Mal kurz die Geld für Hand Geld schütteln, getradet. genau. Bisschen Geld verkaufen. Kurz Geld für Geld getradet. Schade eigentlich. Und wir So. haben den Raubüberfall bestanden. Jetzt wird gedanced. Ach Oh, ja, easy. macht Sinn, dass David, der literally nichts getan hat, einfach Hallo? Platin Ich bekommen. habe alles gemacht, ja? Alles, Du klar, bist nicht alles. mal Ich habe gefahren. Ja, vier Hacks 300k, gemacht, ja? okay. Ja, 377k. Für David und mich lief ganz gut. 23. 377, ja, ganz geil. Und da ist die epische Musik, Leute. Let's go. Und jetzt wird erstmal dicht gemacht. Paar Shots gönnen und so. Ziemlich gute Musik. Auf jeden Fall. Ich glaube, die darfst du nicht mit reinnehmen. Sag ich mal ganz ehrlich so. Wird trotzdem Ich gemacht. glaube auch Ich bin nicht. so klein, das kratzt YouTube nicht. Naja, gut, Leute. Safe. Dann hoffe ich mal, dass Entspannt. euch dieses epische Video gefallen hat. Diese geile Heist mit David und Tom. Ja, und wenn ihr mehr GTA sehen wollt, könnt ihr gerne mal ein Like oder auch ein Abo dalassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.